In Haltingen-Weil am Rhein werden derzeit Maßnahmen für den Schutz vor Erschütterungen entlang der Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel umgesetzt. Die neuen Gleise in Haltingen werden künftig in einem Betontrog geführt. Rund 11 Millionen Euro investiert die Bahn in diese Schutzmaßnahme. Der vorbeifahrende Zug überträgt die Erschütterung über die Schiene und das Schotterbett in das Erdreich. Der Trog umgibt diesen gesamten Bereich, umschließt ihn. An der Innenseite ist noch zusätzlich eine elastische Matte angebracht. Dadurch wird positiv beeinflusst, dass die Erschütterung hier abgefangen wird. Nach dem Bau des Betontrogs werden diese Unterschottermatten aufgebracht. Die Matten sind 18 mm stark und bestehen aus einem elastischen und hochbelastbaren Kunststoffgemisch. Jede Matte ist rund 1,5 Meter breit und 4,5 Meter lang und wird auf dem Beton verklebt. Die Unterschottermatte reduziert die Schwingungen aus dem Zugverkehr. Das heißt, die Frequenzen, die für die Erschütterungsbelastung zuständig sind, werden eliminiert. Zudem schont die Unterschottermatte das Betondruckbauwerk und in seiner Gesamtheit führt das zu einer Verbesserung der Gleislagestabilität. Für den 1,3 Kilometer langen Abschnitt werden insgesamt rund 12.000 Quadratmeter an Matten verbaut. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Auf die Unterschottermatten wird der Grundschotter eingebracht. Auf den Grundschotter wiederum werden die Schwellen und die Schienen verlegt. Und dann kommt nochmal eine Schicht Schotter, der sogenannte Füllschotter. Zusammengefasst sieht das grafisch am Ende genau so aus. Insgesamt unterteilt sich der Erschütterungsschutz im Bereich Haltingen in drei Bauabschnitte. Die Abschnitte 1 und 3 werden bis Ende 2018 fertiggestellt, der zweite erst später, was seine Gründe hat. Im Bahnhof Haltingen haben wir aktuell eine Personenunterführung, die bis Anfang 2024 aufrechterhalten werden muss. Erst Ende 2023 ist die dortige Heldinger Straße neu erstellt fertig und kann die Funktion dieser Personenunterführung übernehmen. Im Anschluss kann dann die letzte Lücke im Betontrog Anfang 2024 geschlossen werden. Ab 2025 werden dann die Züge über die neuen Gleise fahren. Für die Anwohner bedeutet das spürbar reduzierte Erschütterungen.